Das war die zerrupfte Henne, wo ich mir Sorgen gemacht habe, wo ich gedacht habe, sie wird den Winter nicht überleben, höchstwahrscheinlich. Und da ist die Clio. Schaut euch die Clio an, was für ein schönes Federkleid wieder hat. Ja, das Wasser war in der Früh eigentlich frisch. Nicht so wie jetzt. Aber die Hühner, die Enten, die bringen da die ganze Erde rein. Ja, hallo und herzlich willkommen in Dannys Garten. Noch immer keine Zähne. Das wird schon, nächste Woche. Na, im Ernst, nächste Woche kriege ich die Zähne. Aber bleib dran. Heute wieder jede Menge Holz gesägt. Ich bringe ja, wenn man mal nach Wien fährt, sonntags, fange ich jeden Tag an, wenn ich von hinten komme, bringe ich 2-3 Stück mit, platziere sie hier, wo sie trocknen können und dann wird samstags gesägt. Ist schon wieder einiges gesägt worden heute. Das, was hier steht, das muss ich alles spalten. Wo ich Angst habe, ist das hier, dass ich das, also dieses hier, dass ich nicht spalten kann. Aber ich werde es versuchen, dass er doch ein trockenes Stück, es sind ein paar trockene dabei, die ich eventuell spalten kann. Und ja, mir wird nichts übrig bleiben, als zum Nachbar zu gehen und ihn fragen, ob er meine Axt ein bisschen reparieren kann. Denn die rutscht da raus. Vielleicht kann man das sehen. Moment. Das Metallstück rutscht runter. Und ja, vielleicht kann mir der Nachbar das machen. Ansonsten, ja, ein neuer Griff. Tauschen. Höchstwahrscheinlich oder mit Sicherheit wieder der Nachbar. Er kann das, ich nicht. Und die Hühner, schaut euch die an, die laufen wie richtige Dinos. Bis auf die Dicke, die läuft nicht. Die geht. Aber ansonsten, wenn die Hühner laufen, dann schaut das aus wie Dinos. Und die Andenbeeren, ja, die Andenbeeren, das ist das Lieblingsgericht von meinen Hühnern. Da ist nicht eine Andenbeere übrig geblieben. Na, nicht einmal die Blätter. Es wird alles verwertet. Das ist die Clio, die weiße da. Die geht doch immer so komisch. Sie ist aber auch eine Gazelle, eine dünne. Und da die andere Weiße, die ist jetzt in der Mauser. Ich hoffe, die hat es auch bald hinter sich. Aber die läuft auch so wie ein Dino. Wenn sie läuft, dann streckt sie ihren Kopf nach vorne und dann läuft sie. Na komm, lauf ein bisschen. Ja, so ein kleiner Dino. Meine Hübschen. Ich tue dir nichts Kleines. Kleopatra badet hier ganz gemütlich, bequem, in Ruhe. Glöckchen auch. Die Mädels bieten sich an. Und das ist Weißchen da. Die läuft mir mittlerweile jedes Mal, wenn ich von der Terrasse runterkomme, läuft sie mir schon entgegen. Und den gekochten Mais, den liebt sie. Gell? Du liebst den gekochten Mais. Gell, Süße? Ja. Gekochter Mais, ein paar Nudeln sind uns geblieben und das kriegen unsere Babys. Die freuen sich schon. Babys, ja kommt ihr? Ja kommt ihr hierher? Ja guckt mal, was die Mama hat. Kommt ihr? Ja komm, guckt mal, was die Mama hat. Besondere Leckerli. Gekochte Nudel, gekochter Mais. Und auch, siehst du, Weißchen, die isst ordentlich mit. Das hat sie sich nicht getraut am Anfang. Mhm. Aber jetzt langt sie ordentlich zu. Und Hühner und Enten vertragen sich. Nicht so wie Gänse und Hühner oder Gänse und Enten. Die sind irgendwie
Sie sind freundlicher zueinander. Und schon ist alles weg. Ja. Hast du die Cleo schon gesehen? Da ist die Cleo, die läuft. Da, dort. Ach so, die, ja. Das ist die Cleo, siehst du? Ja, die hat wieder ein schönes Federkleid. Ja. Aber Alice ist ein bisschen zerrupft. Ach, ja. Sie ist jetzt noch in der Mauser. Siehst du? Hm. Und Esme. Später Nachmittag. 3:30 bald. Und ich sehe nur die Enten. Ich muss meine Hühner wieder suchen gehen. Der Hübsche hier ist Flecki. Das hier ist Rick. Na, du bist ja böse. Du bist ja böse. Warum gehst du auf Lia los? Lia, die geht auf dich los. Die ist böse, gell? Und jetzt muss ich die Hühner suchen gehen. Dadurch, dass das Feld umgepflügt worden ist. Ja, die sind hinten. Die waren aber schon viel weiter weg. Ich musste sie schon mal zurückholen. Heute 2-3 Mal, gestern auch 2 Mal. Aber ihr könnt sehen, die Hühner dürfen nach der Ernte, wenn alles gemacht ist, überall raus. Und wenn jemand sagt, die Tiere sind so arm bei mir, finde ich nicht. Ach, ist das ein Leben? Ist das ein Leben? Alice ist ganz alleine im Hühnergehege. Sie ist gerade in der Mauser. Sie ist richtig arm dran. Aber es wird auch bei ihr schon besser. Und heute hatte ich erstmal wieder mal 5 Eier von meinen Mädels. 5 Eier. Hey, ich habe seit Wochen 1-2 Eier am Tag gekriegt. So einmal jede zweite Woche mal 3 Eier am Tag. Aber ansonsten 1-2 Eier, das war schon viel. Und heute erstmalig 5 Eier, da freut man sich. Das heißt, die Hühner haben diese Umstellung hinter sich. Könnte sein, dass in Zukunft mehr Eier werden. Und auch der Blacky sucht da, was auch immer der sucht. Ja, Blacky! Meine Babys. Und die Enten, die laufen mir ja überall nach. Meine Hübschen. Die sind so dick, die können kaum gehen. Die wackeln wie ein Kamel. Und die zeigen mir, wie fleißig sie sind. Vor allem die Rosalie. Aber den meisten möchten sie nicht. Ihr seid ja verwöhnt. Die Esme liegt dort. Ist das die Esme? Nein, das ist nicht die Esme. Die Esme ist das hier, diese braune. Das ist, glaube ich, Resi dort. Ich schaue mal, was dort los ist. Warum sie da liegt. So hören sich glückliche Küken an. Die haben wieder frisches Gras gekriegt und das lieben sie. Und sie brauchen es auch. Es ist nicht nur, dass sie Schutz vor Kälte brauchen, Trockenfutter, Sand zum Baden und Wasser. Okay, das Wasser muss ich wieder tauschen. Da laufen sie öfters mal durch und kacken mal rein. Das tue ich weg und kriegen frisches. Das kriegen sie 2-4 Mal am Tag, je nach Bedarf. Aber Gras, das ist etwas, was bei meinen Küken ein Muss ist. Die kriegen es. Und ja, für rausgehen ist es zu kalt. Sie sind ja noch zu klein. Vor allem das Kleine da, das Seidenfüßchen. Das ist so putzig. Ja, das hat man zu Mami geschaut. Aber ihr könnt sehen, Küken sind glücklich, wenn sie was zum Scharen haben, Gras haben. Und die kriegen es wirklich jeden Tag frisch, das Gras. Das brauchen sie auch.
Und dann zwischendurch mal Sand essen oder Sand baden. Das sind glückliche Küken. Ich hoffe, dass man den Regenbogen sehen kann. Und ja, wieder auf dem Weg zum Zahnarzt. Noch bin ich ohne Zähne. Ich warte auf meine Zähne. Auf meinen Termin, sagen wir so. In halber Klassenstufe ist mein Termin beim Arzt. Halbe Stunde sowas. Spät, lass mich kurz schauen. 10:27 Uhr. Ja, halbe Stunde noch bis zum Zähneübergabe. Mal schauen, wie es ausschaut dann. Ja, das Reden muss ich jetzt wieder lernen. Aber ich bin zufrieden. Es schaut gut aus. Und? Kein Problem, Sie können ruhig reinkommen. Ich mache das für mich. Das ist für mich. Und ich lasse sich. Na, geht schon. Kommen Sie nur. Kommen Sie nur. Und ja, ich kann nur jedem empfehlen, geht zum Zahnarzt, lasst es nicht auf sich beruhen, das ist nicht angenehm und nicht gut. Je länger man wartet, desto schlimmer ist es. Ich bin zufrieden jetzt. Das Reden muss ich noch lernen. Hört sich nicht nach mir an, aber das wird schon. Und ja, der Doktor, also der Arzt hat gesagt, das dauert jetzt ja, 2-3 Tage. Bis ich mich an die Zähne gewöhnt habe. Aber wenn ich hartnäckig bin und die Zähne drin lasse, auch nachts, dann ist das okay. Das wird dann schon. Ich habe mich schon gerade gebissen, habe ich gewusst, dass das kommt. Naja, ungewohnt. Und was lustig ist, früher, wenn der Daumen gejuckt hat, also die Zähne da, wenn das gejuckt hat, habe ich mit dem Finger reingefahren, habe so gerieben. Jetzt. Und das passt. Aber wie gesagt, an die Zähne muss ich mich jetzt wirklich gewöhnen. Schatze sagt, ich schaue gut aus. Ich schaue schön aus. Und bleibt abzuwarten, wie es dann weitergeht. Ja, es ist für mich auch neu jetzt. Ja, auf dem Weg zum Zahnarzt, da hat es geregnet. Und jetzt scheint die Sonne. Wie schön, wie herrlich. Und bleibt dran, kommt sicher noch was. Ja, die Zähne habe ich vorhin rausgenommen zum Putzen, weil ich gegessen habe. Und ich hatte ja die Angst, dass die oberen nicht halten. Die oberen halten noch immer, die unteren waren zu locker. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Kleber reingegeben, jetzt halten die unten auch sehr gut. Und ja, Brechreiz hatte ich nur einmal, warum auch immer, keine Ahnung. Die Zähne habe ich jetzt, wie lange habe ich die jetzt drin? 5 Stunden. Und nur einmal Brechreiz gehabt. Ansonsten, ja, das Essen geht mittlerweile. Ich habe es probiert, natürlich langsam und vorsichtig. Ja, jetzt habe ich mich wieder gebissen. Ja, daran muss ich mich jetzt wieder gewöhnen, weil ja doch einige Monate ist ohne Zähne. Jetzt mit Zähne, natürlich, das sieht man mir an. Aber ich werde hartnäckig bleiben, so wie der Arzt gesagt hat. Die Zähne drinnen lassen, putzen, rausnehmen, putzen und wieder reingeben, auch in der Nacht. Und er hat gesagt, das wird jetzt 2-3 Tage, wie ich mich kenne, wahrscheinlich eine Woche wird es dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe. Aber ansonsten, ja, ist nicht schlimm. Ich hatte große Angst, dass das nichts wird. Und schreibt mir in die Kommentare, welche Erfahrung habt ihr gemacht mit euren Zähnen? Beziehungsweise, welche waren für euch eher unmöglich? Oben oder unten? Oben ist eher der Brechreiz, unten sind sie mir aber immer wieder rausgekommen. Schatzi wollte mit mir bei McDonald's essen oder Burger King. Habe ich gesagt, nee, ich glaube, da habe ich zu wenig, irgendwas passt da unten nicht. Ich habe sehr wenig Kleber reingegeben. Und ich habe es auch im Auto gespürt. Lieber zu Hause das erste Mal essen, nicht auswärts.
Dann hat sie gesagt, na, du könntest ja Chicken Wings essen. Beim KFC. Also, ja, die ganzen Hühnerkeulen auf den Tisch schütten und den Kübel nehmen zum Kotzen. Wir haben so herzhaft gelacht im Auto. Ja, was soll ich machen? Ich meine, ich komme auf solche Ideen. Ich muss mich daran gewöhnen, ja. Aber hey, wo ein Wiedertaucher im Weg, und sollte es wirklich nicht gehen, dann weiß ich nicht. Ohne Zähne ist auch gegangen, aber es schaut gut aus mit den Zähnen und ich werde es wirklich hartnäckig beibehalten, mit Zähnen zu sein. Wobei das Essen, ich habe mich jetzt schon wieder gebissen, ja, das ist ungewohnt jetzt mit Zähnen, war doch fast 5 Monate ohne Zähne. Und jetzt Zähne zu haben, das ist was Neues. Für mich. So wie ein kleines Kind. Nee, ich vergleiche das mit einem Menschen, der was in Koma gelegen ist, einige Monate und dann das Gehen wieder lernen musste. So ist das ohne Zähne, monatelang ohne Zähne. Und jetzt habe ich sie wieder. Natürlich schaut das schön aus. Ich fühle mich auch wohl. Klar. Aber das Essen muss ich noch lernen. Aber wenn mich der Hunger packt, dann esse ich aber auch. Das wird schon. Also dann, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Unten abonnieren nicht vergessen. Empfehlt mich weiter. Jetzt habe ich ja wieder 10. Jetzt könnt ihr öfters mal reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Ungarn. Danke fürs Zuschauen. Schau, die Lina will rein. Die schaut nämlich Fernsehen. Discovery Channel. Ja, sind wir uns draußen, regnet's. Und ja, die Kleinen kriegen mehrmals am Tag, in der Woche nicht, jeden Tag frisches Gras. Ja, was ist denn? Bist du beleidigt, Katze?